Moin zusammen, wieder am Start mit Modern Source Aspect. Wenn ihr gerade seht, da rechts daneben bei dieser Frau mit dieser Taschenlampe blinkt irgendwas. Anscheinend ist es ein schöner Grafikbug. Sehr gut programmiert übrigens. Ja, lange nicht mehr bei Modern Source Aspect uns gehört. Naja, gerade mehr oder weniger viel zu tun, Urlaub gehabt, Dark Souls gerendert, gedreht. Dann noch ein Special-Video, was dann rauskommt bald. So, dann auch mit Socke, alles Mögliche. Ja, deswegen erstmal lange kein Modern Source Back gesehen, aber natürlich wird es zu Ende gemacht. Weil, das habe ich auch schon von Anfang an gesagt. Und ich weiß überhaupt nicht mehr, wo wir das letzte Mal waren. Ich glaube, wir waren auf dem Friedhof und müssen an Anfang stande, findet Joy. Joy war, glaube ich, die mit Geistern, glaube ich, reden konnte. Ich weiß auch nicht ganz. Ich glaube, das ist sie hier. Hallo? Da ist sie doch. Lässt einen die Wärme des Reviers vermissen, was? Deine geheime Besorgung war eine Taschenlampe? Sei still. Ich kann dich nicht sehen und wir reden nicht miteinander. Klar? An diesem Ort wimmelt es von Leuten, mit denen ich nicht das Geringste zu tun haben will. Hey, wir sind auch noch Leute. Im Buch steht, genau hier sei ein Mord geschehen. Aber ich sehe hier nur eine Menge Laub und Schlamm. Das kann keine Sackgasse sein. Nicht jetzt schon. Was soll ich nur tun? Einfach mal die Geister fragen, oder? Überlass das mir. Na dann ermitteln wir mal. Der liebe Ronin. So hieß er doch. So, hallo. Wie geht es Ihnen so? Entschuldige, aber hast du die polizeilichen Ermittlungen hier vor ein paar Wochen gesehen? Nicht aus der Nähe, aber ich glaube, da war etwas hinter mir. Bin nicht sicher. Aha. Da war etwas hinter ihr. Gut zu wissen. Ja, enthüllen. Details. Sagen wir, abgefragt. Zerfetzt. Verstorben, schlafend, verstorben, würde ich sagen. Okay, da ist der Typ anscheinend irgendwas. Ah. Ja, frische Fußabdrücke, ne. Das sind Fußabdrücke sein, jetzt mal ehrlich. Wie kann ich ranzoomen? Ja, jetzt mal ehrlich, das sieht irgendwie nicht aus wie Fußabdrücke, oder? Naja, da kann man sich ja wirklich streiten. Dass Fußabdrücke sein sollen. Ah, Polizeiband. Mhm. So, dann müssen wir doch noch den einen Typen finden. Ah, da ist er doch. Hallo, wie geht's Ihnen so? Sie wissen aber, dass es das Streifen Sie dick machen, oder? Sie sollten lieber längst streifen. Wie nennt man längst streifen? Ne, kariert auch nicht. Streifen, die längst verlaufen. Was weißt du über das Mädchen, das hier angeschwemmt wurde? Dieses Ding schwamm neben mir im Fluss. Ich glaube, es ist in den Büschen dort gelandet. Ah, okay. In den Büschen. Wo ist da ein Busch, bitte? Hast du einen Busch? Da unten, oder was? Nee. Okay. So, nochmal F. Ah, F war hier diese coole Sicht da. Dass man hier diese Typen hier sieht. Ja, das mit dem Busch haben wir ja schon gesehen. Das ist ja das Mädchen ja angeschwommen. Ah! Ja.
Okay, was war das für ein Geräusch gerade? Crazy! Hier nischt oder was? Ha, die Schaufel vielleicht? Okay. Ich sehe es nicht. Ach, warum ist die hier? Okay. Das Polizeiband haben wir untersucht. Das wissen wir auch schon. Hier ist auch nichts. Ha. Könnte dann hier? Um den Baum vielleicht eventuell? Da! Das ist doch ein Beweismaterial. Ey. Mancher. Kann ich mich ducken überhaupt? Kann ich mich jemals ducken? Nee, oder? Hier, hallo. Hm. Gar nichts, oder was? Vielleicht kann ich ja mit den anderen Leuten noch reden. Nee, ich kann hier rein. Aha. Ich will mit irgendjemandem reden, ne, oder? Auf jeden Fall wird irgendwie die Musik sehr unheimlich. Warum ist das so hell da hinten? Oh, Alter, steht richtig. Jetzt habe ich gedacht, wo läuft der denn jetzt lang? Vielleicht ist der da oben, ja, aber sowas zweifle ich. Du wirkst etwas nervös. Ich weiß, es klingt verrückt. Aber ich sehe Dinge, die ich nicht erklären kann. Furchtbare, verdrehte Dinge. Ich bin nicht mal sicher, wie ich hierher kam. So viel trinke ich nie wieder. Warum bleibst du dann hier? Ich glaube, da war eine Frau bei mir. Vielleicht meine Frau. Oder meine Frau. Alter, wie war denn der gesoffen, dass er es nicht mal bei ist? Ich kann mich nicht an viel erinnern. Es ist alles so verschwommen. Ich glaube, ich warte auf sie. Sie war mit dir hier? Ich glaube schon. Sie wollte mich küssen. Im nächsten Moment schreit sie und greift nach mir. Dann Wasser. So viel Wasser. Ich bin sicher, dass du sie eines Tages wieder siehst. Hat sie sich ertrunken oder was? Danke. Okay. Ja, aber da würde sie nicht schreien, oder? Bei meinem Aspekt jetzt. Ja, ins Wasser runter kann ich ja glaube nicht, wie ich das jetzt mitbekommen habe. Kann ich jetzt auch den Fall irgendwie auflösen? So, ne, das meine ich ja gar nicht. Cool. 8 von 6. Ne, ist das hier? Ja, ist das. Okay. Ja, never mind. Es ist zu dunkel in den Büschen. Ja. Was können wir da machen? Warte mal, da können wir sie doch, glaube ich, fragen, dass sie die vielleicht wegmacht, oder? Joy, ich brauche deine Hilfe, um etwas aus den Büschen zu holen. Okay. Bin ich gut oder bin ich gut? Ah, mein Stuhl knackt. Ja, der ist auch schon 2 Jahre alt, tut mir leid, Leute. Aber der ist so bequem, der Stuhl, der ist richtig geil. Ah, ein Seil. Hat es hier etwa gefangen? Mehr war da nicht. Moment mal. Das kommt mir bekannt vor. Da. So. Ich muss flussaufwärts und rausfinden, wie sie gestorben ist. Ich sag's besser, Joy. Joy. Hallo. Ihre Leiche wurde angeschwemmt, also wurde sie flussaufwärts ermordet. Aber wo? Kilometer an Flussbänken auf beiden Seiten. Da kann ich genauso gut eine Nadel in einem Haufen von Nadeln suchen. Nein, du Genie. In dem Fall wär's ein Nadelhaufen, in dem es von Geistern wimmelt. Wünschte, wir könnten sie fragen. Weißt du,
Sophia. Heilige Scheiße, vielleicht können wir das. Das ist der Geist, der mich beobachtet hat. Dieses Mädchen wollte mich nicht in Ruhe lassen. Okay, was war das für gerade für ein creepy Mädchen? Ah, das ist sie, oder? Das ist sie. Die auf dem Foto. Verdammt, hör auf damit, ja? Warte, lass mich nicht allein. Hast du das gesehen? Ja, sie hat mit dem toten Polizisten gesprochen. Ein kleiner Gefallen. Gib ihr eine Chance. Hey, ich brauche Hilfe. Bitte. Hörst du das? Ja, natürlich habe ich das gehört. Dämonen. Oh nein. Scheiße. Ich glaube, ich muss ihr folgen, oder? Könnte ich hier nochmal rein? Ja. Ha. Heilige Maria, Mutter Gottes. Ich weiß auch gar nicht, wie man die mal tötet. Die töte ich aber als erstes mal. Was muss ich jetzt machen? Was muss ich machen? Aha. Gut zu wissen. Okay, dreht er sich jetzt nochmal um, der Kunde hier? Ah, dreht schon um. Na du? Okay. Muss ich jetzt drücken? Na, es gibt nur noch einen hier, wie ich gerade sehe. Ich muss mich auch irgendwie... prima verstecken hier. Ich will doch gerade rein. Alter Schwede, ey, ich hab jetzt erstmal wieder gedacht, D, wo ist D? D? Du kannst aufhören, Rabe, danke. Es hat jetzt gerade nichts geholfen. Was ist das hier? E? Ah, Julies Gedanken. Ah, weil die überhaupt Julies Gedanken wissen? Okay. Friedhöfe faszinieren mich, besonders die alten Teile. Ich schätze, es ist wie ein Museum, Ronan. Wie der Held, der es ist... kam mit mir mit und hörte sich geduldig an, wie ich von Konandial-Gouverneuren, die hier beerdigt wurden, und von Massengräbern der Pestopfern von 1660 und der am geliebten gestorbenen Kanalarbeiter blabberten. So viel Leben und Tod fanden dieser Stadt statt. Und was für ein friedlicher Ort, um eine Perspektive zu all dem zu gewinnen. Manchmal hat die schon nicht ein Rad ab, oder? Kann das sein? Haben wir uns die bis jetzt alle durchgelesen? Cool. Jetzt. Okay. Die Frage ist jetzt wohl... wo lang müssen wir? Ich denke mal, das ist jetzt eine berechtigte Frage. Ich glaube, wir müssen hier lang. Hallo? Ne, hier ist nichts. Hier ist aber noch eine Notiz.
Schönes Gedanken. Naja, auf. Ich schätze, ich hätte damit rechnen müssen, ein Mann mit so vielen Tattoos hat keine Angst davor, heute etwas zu tun, das er morgen vielleicht bereut. Aber wenn ich mich an ihn binde, brauche ich eine sichere Versicherung, dass das ihn interessiert, ob er lebt oder stirbt. Ich höre Geschichten von seinem Wagemut, den Risiken, die er auf sich nimmt, und ich hoffe, er will mich nur beeindrucken. Wenn nämlich nicht, dann stürzt er sich eines Tages in eine Situation und kommt in einen Sarg wieder heraus. Ah, es ist wohl jetzt ungefähr wie diese Situation, um meiner Meinung zu sagen, weil es war ja schon ein bisschen auf Eigeninitiative. Okay. Muss hier nicht irgendwas sein oder so? Naja, guck mal, was mit dir an, was geht ab? Doch nicht so schwer sein. Dann komm her und versuch du es. Okay, ich weiß, es ist Stahl oder Eisen oder so, aber es ist wie ein Zaun, oder? Ich meine, wie viel kann das wiegen? Wir hätten ein Brecheisen mitbringen sollen. Na klar. Okay. Was ist denn hier drin? Ah! Was geht ab? Hey Kleiner, wer war der Held? Mein Urgroßvater. Ich habe einige seiner Sachen auf dem Dachboden gefunden. Hab sogar einen Schluck aus seinem Flachmann genommen. Allerdings spricht keiner in der Familie über ihn. Ich denke, das liegt an seinen gruseligen Kriegsgeschichten. Muss toll gewesen sein, jemanden mit dem Bajonett aufzuspießen oder ihm das Hirn rauszublasen. Vertrau mir, Kleiner. Solche Sachen vergisst du nie. Du wirst dir nur wünschen, du könntest es. Na und? Er war ein Held. Ich würde alles tun, um so in Erinnerung zu bleiben. Stattdessen halten die Leute mich für einen Feigling, der Selbstmord beging. Tut mir leid, Kleiner. Ich hab's nicht getan. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber ich bin kein Feigling. Und wenn ich noch leben würde, würde ich jedem, der mich so nennt, die Kehle durchschneiden. Okay, okay. Heikles Thema. Versteh schon. Aus dem Grund lebst du nicht mehr. Das ist der Unterschied. Was geht dir ab? Was sagen die hier so? Gedanken lesen? Das wird nicht gut ausgehen. Was sagt er so? So viel Spaß hatte ich noch nie. Ah, wenn es jetzt kein Sarkasmus gewesen sein soll, dann... Wow, du tastest eine Friedhofsmauer an. Da drin hast du Spaß, ich würde mich ja gruseln. Wo gehen wir denn jetzt hin? Zum Mountain Monument Hill. Mir irgendwas aufdecken? Nee. Okay. Da ist dieses Mädchen. Okay. Schauen wir uns mal noch hier rein in dieses schöne Gebäude. Und da ist auch was. Graffiti, okay. Ach, sonst könnte ich gar nicht raus, oder hier? Okay. Willst du wissen? Ich kann es auch nicht lang. Was ist mit der hier? Hallo? Geht ab. Endlich wurde auch Zeit, dass Sie jemanden schicken. Hören Sie, ich glaube, Sie verwechseln mich. Auf wen warten Sie denn? Ach, wer soll sich um diesen Ort kümmern? Sehen Sie sich doch mal um. Das sind nicht nur Steine. Es sind Andenken. Auch wenn sich sonst niemand darum schert, ich weigere mich, meins zerfallen zu lassen. Vergessen zu werden. Okay, dann viel Erfolg. So Leute, ihr habt gerade, weiß ich jetzt nicht, eine kurze, Unsynchronisation, ich weiß auch nicht, warte mal, Ungleichmäßigkeit gerade mitbekommen. Ich bin auf Versehen, ich wollte eigentlich auf die 1 drücken, bin auf Versehen auf meine Aufnahmetaste, das ist sehr komplex. Bin ich drauf gekommen und da wurde ganz kurz aufgehört und habe ganz schnell wieder drauf gedrückt. Es kann sein, dass ihr denkt, ja, es ist nicht synchron. Aber jetzt wisst ihr, warum der Fehler war. Ich bin einfach auf die Taste gekommen. Aber eigentlich habe ich jetzt auch gerade auf die Zeit geguckt. Und es hätte auch vielleicht nichts gebracht, aber natürlich will ich abmoderieren. Es war schön, wieder mit euch Modern Soul Suspect zu spielen. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen und bis zur nächsten Folge. Tschaußen.